Heute, meine Freunde, wird es wild. Wir kämpfen gegen die Top 4. Bertha, die Bodentrainerin, mit ihren gefürchtigen und gefährlichen Pokémon. Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu eurer Lieblings-Nuzlocke Pokémon Luminescent Platinum mit dem einzig wahren Herrn Sephiron. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hallo Leute, ich bin's, der Pokémon-Profi. Der einzig wahre. Der einzig wahre. Ey Bro, ich hab eine Frage. Ich hab doch keine April-April. Du hast doch keine April-April? Ich hab doch keine Frage. Ich hab dich jetzt geprankt. April, April. Ach so. Wir nehmen den Part gerade am 1. April auf, Freunde. Keine Ahnung, wann ihr den sehen werdet. Oh, Bro, du kamst mir zuvor. Weißt du, was ich gerade mit dir machen wollte? Was wolltest du machen? Ich wollte dir so eine ganz dubiose Geschichte erzählen. Von wegen, wenn man im Casino, wenn man so hinterm Casino ist. Okay. Ne, und sich da so dreimal im Kreis dreht, dann ist dein ganzes Inventar voll mit Sonderbonbons. Es ist ja eh schon. Ja, genau. Aber es wäre halt so ein Double-Prank gewesen, verstehst du? Weil April, aber irgendwie ist es wahr. Aber irgendwie ist es ja auch Quatsch. Ja, Digga, keine Ahnung. Aber jetzt, wo du mir den April-Joke vorweggenommen hast. Hey, Freunde, willkommen zurück. Heute haben wir etwas ganz Besonderes vor. Und zwar kämpfen wir gegen den Drachentrainer hier so im Pokémon Center. Denn der steht ja auch noch aus... Wie so eine kleine Prostakrebs. Genau. Ich habe eigentlich mit einem anderen Reim gerechnet, aber kein Problem. Achso, wir gehen schon rein. Alter, es geht ja ganz schön schnell hier. Wir gehen rein, Digga. Großmaul ist das perfekte Pokémon. Wobei... Ja, guck mal. Ja, Azumarill auch. Ja, der Drachenmons. Und er startet mit Dragonier. Ui, okay. Was für ein Level hat der? Okay. Er ist gar nicht so hoch gelevelt tatsächlich. Den hätten wir auch vor dem Arena-Leiterkampf locker machen können. Wahrscheinlich. Okay. Ja, wir haben demnächst schon wieder einen Rivalenkampf. Und alleine dieser Rivalenkampf ist schon wieder auf 41. Was mir schon wieder Sorgen bereitet, weil ich nicht weiß, wann er kommt, aber gut, wir werden sehen. Ja, willst du deinen Omen vor dem Part erzählen, was du mir erzählt hast, oder bleibt's noch geheim für die Spannung? Oh mein Bro. Wow, okay. Der hat... Nein, nein, nicht das! Bro, guck doch einmal rüber! Okay. Bro, was ist passiert? Bro, der hat Erdkräfte. Und mich hat er gerade gekrittet damit. Ja, Bro, er ist Level 35. Was will er machen? Erdkräfte drücken. Kein Problem. Aber kein Problem. Aber so ist er nochmal gut gegangen, ne? Ja, gerade so, Bro. Der ist mir in die Prosta gegangen. Ja, aber guck mal, das mache ich ja auch andauernd. Da hast du ja auch kein Problem mit. Ja, aber mit deinem Finger und nicht mit Erdkräften. Na okay, das stimmt schon. Wenn die Erde bebt, Digga, das ist was anderes, Bro. Wir können auch gerne Erde dazu nehmen, das ist natürlich kein Problem. Ein bisschen Erde rein. Ein bisschen Erde reinschmieren. Weil Dreck reinigt die Prostata, alle sagen das. Genau. Das ist ein Tipp von meinem Urologen. Schön. So. Okay, Shelgen ist tot. Ja, toll. Perfekt. Das Ding hat aber jetzt nichts, was mir irgendwie gefährlich kommen könnte, oder? Kingdra. Oh, ja, gut, Digga. Das ist dann natürlich schon wieder schwierig. Kingdra ist ein gefährliches Mon. Azumarill ist der perfekte Counter. Nein, natürlich hat er Aurora Beam. Fuck. So viel zum Thema. Ja, klar, ist er wieder auf Aurora Beam gegangen. Mann. Der Part geht keine 5 Minuten und ist schon Action geladen. Ja.
Ja, das Problem ist, ich habe nichts, was Aurora Beam resistiert. Und Papierbürbli. Theoretisch müsste er das tanken, aber wir machen nicht den. Wir machen nicht den. Okay, bitte. Kingdra, geh bitte nicht auf eine Wasserattacke auf den Pflanzenmon, okay? Bitte mach einfach nicht den jetzt. Yawn. Oh, okay. Das ist tatsächlich. Ja. Das ist in Ordnung. Yawn hat er bei mir auch eingesetzt, tatsächlich. Das ist in Ordnung. Er geht nochmal auf Yawn und wir Wall-Switchen. Okay. Warum ist er nochmal auf Yawn gegangen? Hat er gerechnet, dass du wechselst? Ja, dass ich rauswechsle, ja. Genau. Scheinbar. Oder er war einfach stupid und gnädig. Was ja auch mal zwischendrin ganz nett wäre. Genau. So, das war's. Ja, es läuft schon wieder richtig gut heute. Ich seh schon. Ja. Ja, so. War doch gut, oder? Was gibt er uns? Oh, die Drachen. Ich geb dir die Power meiner Drachenschlange. Geil. Er gibt uns Drachenhaut. Also er sagt uns, dass es Drachenhaut ist. Ne? Es ist einfach ein mysteriöses Stück Häutchen. Wo wir nicht wissen, wo es herkommt. Wahrscheinlich von seinem Dragonier. So, okay. Gut, Bruder. Ja. Jetzt wird's interessant. Ist so die ganze Zeit interessant, oder nicht? Ja, yeah, es wird noch viel interessanter jetzt. Ah, okay. Ich würde dir mal einen Vorschlag machen. Okay. Geh mal zu deinem Wasserball. Oder wie heißt der? Wasserkugel. Wasserkugel. Geh mal zur Wasserkugel. Ich bin da. Wähl mal TMs, beziehungsweise Attacken, Change Moves. Okay. Weißt du noch, was ich dir beim letzten Mal über Azumarill vorgeschlagen habe? Das war diese Competitive Strategy, richtig? Wenn es richtig dick kommt, so wie auf dem Klo, nachdem du massiv irgendwo fressen warst. Ja, heute Morgen zum Beispiel, nach dem morgendlichen Kaffee. Genau. Wäre eine Idee. Wie hießen die? Das war Defense. Nee, Defense Curl nicht, ne? Nee. Nee. Was war denn das nochmal für eine Attacke? Ah, Belly Drum war das, ne? Das war Belly Drum. Genau. In Kombination mit welcher Attacke? Mit Aqua Jet, oder? Du wirst Aqua Jet brauchen. Und du wirst. Maybe Aqua Tail brauchen. Also okay. Entweder Play Rough oder Charm weg. Da würde ich aber erstmal Charm wegpacken, oder? Mhm. Du wirst eh beide wegmachen müssen. Oh, Spoiler. Okay. Guter Spoiler. Okay, Belly Drum ist drin. Okay, und jetzt bräuchtest du noch theoretisch eine Citrobeere, aber die hast du nicht. Das ist okay. Du kannst ihm Drain Punch beibringen, habe ich gerade gesehen, ne? Change Moves. Jo. Mach das mal. Gegen die Feenattacke. So. Tada. Okay, was genau macht die Attacke? Ich habe es gerade so halb im Augenwinkel gelesen. Drain Punch. Die macht dem Gegner Schaden und tut dich ein bisschen heilen. Oh, das ist dann mit Belly Drum eigentlich eine gute Strategie, oder? Auf jeden Fall, ja. Okay. So. Gut. Okay. Lass mich kurz noch. Aha. Ja. Das ist eine Strategie, die wir heute fahren. Du wirst mit diesem Kampf wesentlich weniger Probleme haben als ich. Mal wieder. Aber wir werden schauen. Weißt du noch, was wir vorhaben, Digga? Weißt du noch, um was es ging? Bro, worum genau? Also, in welcher Situation? Weißt du noch, was wir heute vorhaben?
was wir heute vorhaben. Beziehungsweise was wir noch vor uns, was wir... Nee, du weißt es nicht mehr, ne? Warte mal, redest du vom Top-4-Member? Yeah. Wird das im heutigen Part passieren? Das wird wahrscheinlich im heutigen Part passieren, Digga. Und ja. die ist nicht so nett drauf, sagst du? Die ist gar nicht nett drauf, ich sag dir, wie es ist. Die hat absolut keinen Bock auf uns. Oh, das ist nett. Das ist mal nett, yeah. Was für ein Typ hat sie denn im Team? Also was ist ihr Schwerpunkt? Sie ist eine Bodentrainerin. Eine bodenlose Trainerin, um es genau zu sagen. Aber trotz dessen ist sie am Boden geblieben. Auf dem Boden geblieben, ja. Sie wird auf dem Boden bleiben. Okay. Ja, Digga, ich versuche mir gerade noch irgendwas aus den Fingern zu saugen, was für mein Team irgendwie Sinn macht. Ist aber ganz schwierig, ich sag dir. Ich sag dir, wie es ist. Okay. Gut. Die Überreste sind okay, schätze ich. Das ist die Frage tatsächlich. Indeed. Okay. Lass mich noch kurz eine Sache machen, Bro. Okay. Weil hier müssen wir wirklich alle Register zücken. Und zwar gehe ich nochmal kurz hier in die Wies. Mhm. Denn wir brauchen Papa Bärs ganze Stärke. Wir müssen sein volles Potenzial aus ihm rauskitzeln. Ui. Wo kitzelt man so einen großen Bär am besten? An der Prosta. Ah, wo die Erde drin ist. Genau. Er wird ja auch zu einem Boden-Pokémon. Ja, guck mal, dann passt das ja. Beziehungsweise, er ist schon... Ist er in dem Heck schon ein Bodenmon? Ich glaube, er ist ein Bodenmon, ne? Lol, er ist schon ein Bodenmon. Ups. Okay. Ja, guck mal. Dann hoffen wir mal, dass das Meryl hier nicht gleich mit dem Nachschweif im Regen kommt. Okay, play rough. Ja, er sieht den Bären und er will knuddeln. Gut. Und wir haben so hart geschmust, dass ich verbrannt wurde jetzt. Okay. So, für alle, die nicht wissen, warum ich das gerade gemacht habe, ich habe es bereits schon im letzten Arena-Leiterkampf gemacht. Ich habe mit Absicht Papa Bär verbrannt, weil er eine Fähigkeit hat, die seinen Angriff erhöht, wenn er verbrannt ist, und die Fassade knallt damit doppelt so stark rein. Und er ist nur sehr langsam, weswegen ich ihm jetzt den Wahlschall gebe, womit wir dann nur einen Move auswählen können, aber das ist in Ordnung, denn damit kann er alles töten dann. So. Ui. Okay. Jetzt müssen wir, ja, jetzt müssen wir ein bisschen auf gute Luck hoffen. Also, du hast jetzt auf deinem Azumarill hast du Aqua Jet, Drain Punch, Aqua Tail und Belly Drum. Okay. Und die Überreste, richtig? Und die Überreste. Gut, dann gehen wir in das Kaufhaus. Das Kaufhaus war neben Pokémon Center. Genau. Nein, das Kaufhaus, Kaufrausch. Kaufrausch, richtig, Kaufrausch. Jetzt ist die Frage, oh Gott, mit was? Okay, boah, Digga, ich bin aufgeregt. Ey, ich merke schon, das wird ein richtiger Kampf werden, wo wir mit dem Kopf durch die Wand knallen, oder? Ja, das gilt für jeden Top 4. Vermutlich hätten wir Lucian angenommen, hätten wir schon verloren. Ui. Weil wir halt unvorbereitet waren, ne? Wir haben den ja weggeklickt, damit wir unsere Pokémon nochmal anschauen konnten. Aber ja, anders wie Lucian wird die Olle hier nicht weglaufen. Sie standet ihren Ground, wenn du verstehst, was ich meine. So, ich versteh's. Okay, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt in den Kampf reingehen, folgendes. Das ist ein optionaler
Kampf. Er ist sehr schwer, er kann dafür sorgen, dass wir hier instant die Nuzlocke verlieren würden und wir müssten die nicht mitnehmen, wenn wir nicht wollen. Wir tun es trotzdem für Content, aber ich würde diesen Kampf tatsächlich aus den Nuzlocke-Regeln so gesehen ausschließen, dass wir hier nicht wipen können, sondern ich habe mir was anderes überlegt und zwar, ich habe hier mein Glücksrad. So, sollten wir gegen sie verlieren, müssen wir zweimal am Rad drehen und der erste und der zweite Slot, den es erwischt, wird getötet. Das bedeutet, wir verlieren in diesem Kampf zwei unserer Pokémon, wenn wir gewiped werden. Okay. Okay. So, wenn wir gewinnen, gewinnen wir. Dann passiert nichts. So, das also nehmen wir mal an, wir gewinnen mit einem Pokémon, die Pokémon bleiben am Leben. Ja, ich denke ja. Das ist okay. Fair für einen optionalen Kampf, der wirklich Top-4-Niveau hat. Vor allem, weil man sagen muss, again, diese Trainer hier, volle DVs, volle EVs, volle Competitive Sets, die krassesten Items und auch Pokémon, die man teilweise noch gar nicht haben kann. Ne? Lucian hatte letztes Mal schon einen Simsala und Galagladio und da waren wir noch nicht mal, ne, da waren wir noch mit unentwickelten Pokémon unterwegs teilweise. Also, das sind wirklich Trainer, die haben es in sich. So, Digga, weißt du jetzt, was die Strategie ist? Mit dem Kopf durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand. Bro, ich hab die Strategie. Soll ich direkt mit Wasserkugel reingehen? Du gehst direkt mit Wasserkugel rein. Und dann fahre ich direkt die Strategie mit, hier, wie hieß die Attacke? Und dann drückst du Belly Drum. Dann wirst du halbierte Leben haben, hoffst, dass du ein Erdbeben tankst, von was auch immer da rauskommt. Und dann gehst du mit Aqua Jet durch und oder mit Drain Punch. Drain Punch wird dich komplett vollheilen. Drain Punch haben wir drin, falls sie etwas hat wie ein Gastrodon oder ein Morlord, was H2O-Absorber und Sturmsog haben, weil das würde dich dann komplett hops nehmen, weil das alle deine Wassermoves frisst. Deswegen Drain Punch, weil du bist schneller als die Schnecke und damit kannst du dich dann komplett voll heilen. Aber du musst hoffen, dass du den ersten Hit frisst. Meine Approach ist ein bisschen ähnlich, aber nicht so geil und nicht so safe wie deiner. Aber ja, Digga, lass uns nicht weiter schnacken. Lass uns reingehen. Kopf und Nacken, los geht's. Well, ich hab schon gehört, dass du irgendwas mit deiner Prostata hast. Ja, du weißt ja, wie das Treatment hier ist, ne? Ich bin nebenbei Urologin. Oh. Und ob sie uns in den Arsch pimpern wird? Ja, also, normalerweise ist er nicht so klein. Ist nur ganz schön kalt hier drin. Lol. Alter. Die steht hinterm Tresen einfach. Okay, Hippowdon. Der hat Sandsturm. Oh, das ist schwierig. Okay, aber natürlich 39 nur. Okay, 39. Ich dachte, die ist safe auf 40, 41. Ja, okay, das passt. Okay. Okay, gut, Digga. Ja, du weißt, was zu tun ist, nicht wahr? Belly Drum. Und hoffen. Und hoffen. Hoffen wir, dass er... Hat der Stealth... Oh, Stealth Rocks wäre ultra nerv. Oh nein, der Stealth Rocks. Okay, aber für dich ist es tatsächlich sehr gut. Ja. Na dann gehe ich jetzt mit Aqua Jet rein, jetzt right? Gehst du mit Aqua Jet einfach rein, ja. So, killt mein Leaf Blade at this point. Yes. Okay. Also du bist jetzt auf plus 6 Angriff, ne? Du hast maximalen Angriff und dürftest jetzt alles in seinem Team easy töten. Außer, wie gesagt, irgendwelchen Wasser-Pokémon, die deinen Scheiß... Oh, wow, Nidoking! Oh no. Das kommt überraschend, sagst du? Ja, auch bei mir. Das ist ein... Okay, Moment. Ja gut, nee, mit Aqua Jet killst du den halt einfach, ne? Ja, easy. Aqua Jet. Geh ich mit Aqua Jet rein. Junge! Ist ja verrückt. Oh, fuck, mit Nidoking habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Scheiße! Nidoking ist wieder das einzige Pokémon, was mich komplett auseinandernimmt. Ja, der wird eine Matschbombe haben und Nidoking ist in der Regel. Wie schnell ist Nidoking? Okay, ich muss kurz gucken. Ich will kurz gucken, wie schnell Nidoking ist. Ja, mach das.
Ganz in Ruhe. Weil Nidoking ist legit das einzige Scheißmon, was mich wieder komplett hops nimmt. Währenddessen fahre ich hier mal die Strategy. Nidoking ist natürlich Timid. Mit Wise Glasses und Sheer Force. Und er hat offensichtlich Sludge Bomb. Und auch alle anderen Attacken. Earth Power, Eisstrahl, Donnerblitz. Der hat einfach wieder alles. Gut, er hat... Was für ein Investment... 244 Speed. 244 Speed. Okay, ich hoffe, dass der nicht verändert wurde. Ich rechne jetzt ganz genau aus, wie viel das ist. Weil ich werde nicht unsere Starter einfach so wieder opfern. Ja, kein Problem. Das ist ordentlich viel Speed, muss man sagen, ne? Oh. Bei wem bist du? Bei, wie heißt denn das Ding? Skorgler? Ah, Skorgro, ja. Skorgro, genau. Ja, da gehe ich wieder mit Aquajet rein. Also, wo sind hier die Stats? Okay. Nidoking ist schneller, als man denkt. Nidoking hat eine Init-Base von 85. So. 31 DVs, 244 Speed, Level, was war er? 39, glaube ich, ne? Okay, er ist auf jeden Fall schneller als ich. Fuck. Oh, er hat 117 Init. Okay, das ist schneller als mein gesamtes Team. Er wird mich so ficken. Oh. Rest in peace. Okay. Oh, nein! Ich habe aus Versehen... Das falsche Pokémon reingewechselt. Bro. Bro. Ich hab meine scheiß Tickstörung. Oh, okay. Okay, es ging noch gut. Das ist nur eine Show, das hast du mit Absicht gemacht. Der Controller unten ist A und, oh, fuck. Ich hab aus Versehen. Oh, es ist Prostakrebs am Arsch. Okay. Er wird wieder für die Matschbombe oder irgendwas gehen, right? Bro, das Ding ist, es wird irgendwas sterben, ne? Also, ich muss irgendwas opfern. Ja, aber haben wir nicht davor die Regel festgelegt? Ah, true. Never mind. Alles gut. Von daher. True. Und denke mal dran, du hast Tränke. Stimmt, ja, ich habe Tränke. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, das Problem ist nur die Stealth Rocks, ey. Die sind richtig kacke wieder. Und er hat Eisstrahl und... Ach komm. Ja. Stimmt, dann hätte ich auch drin bleiben können, True. Ja, macht gar keinen Sinn, ey. Ist wieder richtig dumm. Vor allem, es sind deine eigenen Regeln, die du aufgestellt hast. Ja, Digga, ich bin halt, was das anbelangt, schlecht. Ich verwende auch nie Tränke, obwohl ich eine Tränkeregel habe. Naja, egal. Ich spiele trotzdem so nach Nuzlocke-Regeln, so gut wie es geht, so effizient wie es geht. Die Frage ist jetzt. Ich kann ihn halt nicht Volt switchen. Das ist das Ding. Und der frisst halt Tarnsteinschaden en masse. Der wird Matschbombe fressen und dann Eisstrahl nicht mehr nehmen. Oder. 100. Oh. Er könnte ein Ice Beam nehmen, actually. Ja, Daumen drücken. Earth Power. Oh, jetzt nehme ich auf jeden Fall ein, Digga. Lightscreen. Jetzt nehme ich ein. Let's go! Kein Freeze! Oh mein Gott, ein Freeze hat mich gefickt, ey. Okay. Jetzt ist die Frage. Ja, komm, wir gehen rein. Papa Bär ist es. Daumen drücken. Ja, Papa Bär! Digga, ich spür's! Papa Bär ist es! Er kann uns nicht freezen, weil wir verbrannt sind. Er wird auf Ice Beam gehen, das ist okay. Wir haben Lichtschild. Don't crit. Danke. Okay. Ja. Jappa. Gut, Digga. Fassade. Digga, bist du schon durch? Ich bin schon seit 2-3 Minuten durch, Bro. What kein Problem. Hast du einfach Aquajet gedrückt? Komplett die ganze Zeit. Nee, einmal habe ich die Kampfattacke beim Morlot eingesetzt. Oh. Auch beim One-Hit. Ich bin durch, Bro. Ich guck dir gerade mit voller Spannung zu.
Digga, let's go. Okay, Papa Bär outspeedet alles mit dem Walschal. Er ist das einzige Pokémon, was dieses Nidoking outspeedet. Junge, let's go. Und was keinen Sandsturmschaden nimmt, weil es ein Bodentyp ist. Aber der Burn ist natürlich gefährlich. Der bringt ihn immer näher des Todes. Aber die Fassade 140 Stärke, Stab und Guts boostet, tötet halt fast alles. Außer irgendeinen Steinmon. Aber hat er irgendeinen Steinmon? Ich glaube nicht. Der hatte am Ende so ein riesiges... Wie hieß denn das? Ja, wobei, das ist auch nur Boden, oder? Marowak, ja. Okay. Der hatte am Ende, wie heißt diese breite Kante? So ein. Ich würde nicht Rizeros? Wie heißt denn das? Ich glaube aber, das ist Feuer. Genau, das Ding meinte ich. Oh mein Gott, der hat ein Rio. Ja, Digga, das ist genau, was ich gemeint habe. Oh. Okay, das ist ein. Das ist ein Steinmon. Ah, ist doch Stein. Okay, kein Feuer. Oh, okay, Digga. Das ist noch nicht gewonnen, tatsächlich. Das ist die letzte Bastion. Okay, ja gut. Du hast den vierfach weggehauen halt, ne? Ja. Okay. Was macht er hier? Wird er... Okay, wir gehen zu Larry. Larry immunisiert die Boden-Moves. Stein ist halt resistet. Weiß nicht, ob er das macht. Okay. Jetzt können wir aber Earthquaken. Let's go. Das wird halt nicht viel machen, weil er ist halt ein Rhyperior. Megahorn. Das juckt gar niemanden, Digga. Jawohl. Alter. Let's go. Ich hab das Glücksrad umsonst geputzt. Ja, Bro, warum traust du uns denn so wenig? Bam! Alter! Geil, Digga! Da ist das Ding, cool! Top 4. Bertha. Ja, hinter den zurück hinter den Tresen, ab an die Kasse! Du gehörst nicht in eine Pokémon-Liga. Oh Gott, Digga, wir werden die halt wiedersehen. Das war halt ein Vorgeschmack. Ja, okay. Aber kann man nicht mit derselben Strategie einfach dann rein? Lief ja gut. Du, wenn du dann dein Azumarill noch hast, safe? ich sorg dafür. Aber du siehst, wie krass Azumarill ist, ne? Ja, das ist eine ultra krasse Strategie. Also in Competitive ist das halt teilweise echt dein absoluter Untergang, wenn du nichts gegen das Ding hast. Und gerade in solchen Kämpfen in Nuzlocke ist es auch... sehr crazy. Aber nicht unbedingt geeignet für generell, ne? Weil du willst nicht in jedem Kampf irgendwie den Bellydrum drücken. Ja, ja. Aber ja. Oh, wir haben Drain Punch bekommen von der Arenaleiterin und wir haben Earthquake bekommen. Boah, richtig gut. Okay, ich kann das zwar niemandem lernen, aber grundsätzlich sind die richtig, richtig gut. Let's go. Sehr schön, Digga. Sehr, sehr schön. Alter, die Strategie ist komplett... Digga, das war auch... Papa Bär hat halt gerissen, ne? Mit seinem Burn und so. Hättest du Papa Bär nicht gehabt, das wäre ein schwieriger Fight geworden. Ey, dann Nidoking hätte alles outspeedet. Wobei, mit dem Lightscreen hätten wir ihn wahrscheinlich gekillt, aber dann wäre es gegen Rhyperior wiederum super hart geworden, ey. Und ich meine, ich habe alle anderen Pokémon geone-shottet, ne? Genauso wie du. Ich habe 2-3 Pokémon einfach gekillt. So. Das lief richtig, richtig gut. Ja, das lief super. So, dann kann ich Papa Bär ablegen, ohne dass er den Burn verliert? Er hat den Burn noch. Oh, geil. Dann kann ich nämlich jetzt mein Team heilen und Papa Bär mit dem Burn einfach wieder mitnehmen. Dann muss ich das nicht jedes Mal machen. Einmal Hashtag Pray for Papa Bär in die Kommentare dafür, dass er durchgehend am Brennen ist. Extra für uns. Der ist on fire, der Dude, ey. Ey, aber ganz anders. Ja. Ja, gut. Oh, geil. Warte mal. Deine Folge. Ja, Freunde, das war, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Part. Ja. Ne? Trotz Tourette, wo wir trotz Tourette noch gewonnen, Alter. So nenne ich die Folge. Ja, wobei, das spoilerst du ja.
Stimmt. Darfst du nicht. Darf ich nicht, muss spannend bleiben. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Freunde, für die krasse Leistung, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert die Channels und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Erde in die Prostata. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bye, ciao. Bye, ciao.